Aufgrund der Berichterstattung, die wir nicht ganz eng in dieser Community sind, mitverfolgen können, hat man doch den Eindruck, dass das, was Sie vertreten, der Weg, den Sie gehen, eine Art Minderheitenposition ist, dass es sich um so eine Art Anti-Mainstream-Position handelt. Ist das der Fall? Ich glaube nicht. Man muss sehr vorsichtig damit sein, Meinung in Minderheits- oder Mehrheitsmeinung einzuteilen. Wissenschaft ist nuanciert, nicht schwarz-weiß. Ich selbst habe nicht eine Meinung, sondern wahrscheinlich hunderte oder tausende Positionen. Manche richtig, manche falsch. Ich hoffe, alle können verbessert werden. Das gilt auch für andere Wissenschaftler. Während der Pandemie gab es sehr viele Versuche, die Wissenschaft zu polarisieren. Es gab viele offene Briefe, Memoranden, Deklarationen. Manche standen im kompletten Gegensatz zu den anderen. Zum Beispiel gab es die Great Barrington Declaration, hauptsächlich gegen den Lockdown, und das Jon Snow Memorandum, hauptsächlich für den Lockdown. Wenn Sie sich die genauer anschauen, werden Sie wahrscheinlich draufkommen, dass sie in vielen Punkten übereinstimmen. Aber es gibt immer auch Unterschiede. Ich persönlich habe kein einziges Memorandum, keine Erklärung, keinen offenen Brief unterzeichnet, weil ich nicht glaube, dass Wissenschaft so funktioniert. Wissenschaft hat Kontinuität, Nuancen, Entwicklung in unserem Denken, unseren Daten, unserer Evidenz und auch in unseren Schlussfolgerungen. Es ist also keine Frage von ausgezählten Stimmen. Diesen ganzheitlichen Ansatz haben wir nicht immer hinbekommen, weil manche von den Leuten, die solche Briefe, Erklärungen oder Memoranden unterzeichnet haben, die Haltung hatten, dass sie im Besitz der Wahrheit sind. Und sie waren auch davon überzeugt, dass ihre Gegner nichts wissen. Und das ist ein grob vereinfachter Umgang mit der Wissenschaft. Würden Sie sagen, dass das ein Schritt in Richtung Aktivismus war, den viele Ihrer Kollegen da gegangen sind? Der Aktivismus hat die Wissenschaft während der Pandemie wirklich unterdrückt. Ich habe nichts gegen Aktivismus, wenn er für angemessene Ziele kämpft. Es gibt so viel auf unserer Welt, was falsch läuft. Wir haben Klimawandel, die Tabakindustrie, die innerhalb der nächsten 100 Jahre 1 Milliarde Todesfälle verursachen wird und während der Pandemie sogar noch stärker geworden ist, mehr Menschen rauchen. Wir haben so viele wichtige Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt. Natürlich lohnt es sich auch dafür zu kämpfen, die Auswirkungen des Virus und die Auswirkungen der Maßnahmen zu verringern, also die Kollateralschäden. Aber wir müssen vorsichtig sein, wenn Aktivismus sich von Dingen entfernt, mit denen wir uns auskennen. Wir wissen, dass das Rauchen 1 Milliarde Menschen tötet oder töten wird. Es besteht wenig Zweifel daran, es sei denn, wir tun etwas. Wir kennen die Risiken sehr genau, mit sehr wenig oder keiner Unsicherheit. Ganz im Gegensatz zu einer neuen Pandemie, einem neuen Virus, einer pandemischen Welle, die wir sehr schlecht vorhersagen können. Die besten Teams der Welt sind daran immer wieder gescheitert, vorherzusagen, was auch nur nächste Woche passieren wird. Ich finde das interessant, weil Sie ja sagen, dass der Aktivismus oder das Bedürfnis, Aktivist zu sein, mit der Frage zusammenhängt, was wir wissen in einer Sache, ob wir uns da sicher sind. Ich würde ja eher glauben, dass Aktivismus für Wissenschaftler praktisch niemals eine Option sein könnte, und zwar von sich her nie, weil ein Wissenschaftler sollte auf keinen Fall Partei ergreifen. Es gibt ja im Journalismus die ähnliche Frage, und es gab auch einen berühmten Journalisten, einen Mann des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, der gesagt hat, ein Journalist sollte sich niemals mit einer Sache gemein machen, auch nicht, wenn es eine gute Sache ist. Wir sollten zwischen Aktivismus und Wissenschaft eine klare Grenze ziehen und die beiden nicht vermengen. Ich möchte die Kollegen nicht davon abhalten, Aktivisten zu sein. Wie gesagt, gibt es viele triftige Gründe dafür. Aber wenn sie das tun, sollten sie sagen, dass sie es als Aktivisten und nicht als Wissenschaftler tun. Viele Wissenschaftler sind zum Beispiel sehr aktiv auf Social Media. Ich persönlich bin weder auf Facebook noch auf Twitter aktiv. Wie ich auf meiner Stanford-Website schreibe, ich bewundere jeden, der seine Weisheit fehlerfrei in Postings gießen kann.
Ich selbst habe das Gefühl, dass ich eine Menge Fehler mache. Ich muss mir das, was ich schreibe und veröffentlichen möchte, vor der Veröffentlichung unzählige Male durchlesen, um Fehler zu minimieren. Ich möchte mich nicht öfter zum Narren machen als absolut notwendig. Aber ich sehe, dass viele Wissenschaftler diese Grenze zum Aktivismus mühelos überschreiten. Ich hoffe, sie tun Gutes. Aber manchmal erreichen sie ein Maß an Selbstgerechtigkeit, Aggressivität und Aufdringlichkeit, dass sie damit der Wissenschaft sehr viel Schaden zufügen. Und ich meine, das ist ja nicht nur eine abstrakte Frage, denn Sie persönlich wissen ja, was das bedeuten kann, wenn man dann irgendwie die Aggression zu spüren bekommt, die Aktivisten irgendwie schüren. Das haben Sie auch persönlich erlebt. Das stimmt. Es gab Morddrohungen, Hassmails und gefälschte Social-Media-Meldungen, die meine Familie in Lebensgefahr gebracht haben. Meine Mutter hatte eine Blutdruckkrise, nachdem es eine Social-Media-Falschmeldung gab, sie wäre am Coronavirus gestorben. Alle ihre Freunde riefen bei ihr zu Hause an und fragten, wann ist die Beerdigung und wann ist sie gestorben. Hassmails zu bekommen, ist eine schreckliche Erfahrung. Ich kenne viele Wissenschaftler, die diesen Strom von Hass auch erlebt haben. Warum? Nur weil sie versucht haben, Wissenschaft zu machen? Es geht gar nicht darum, ob sie bei ihren Schlussfolgerungen richtig oder falsch lagen, oder ob ihre Berechnungen zu 100 oder 80 oder 10% korrekt waren. Diese Art, Leute zu behandeln, die mit einem Standpunkt nicht einverstanden sind, ob sie nun in der Minderheit oder Mehrheit sind, passt nicht zur Wissenschaft und auch nicht zu einer Gesellschaft, die sich schlussendlich selbst helfen möchte. Mir ist egal, was die Minderheit und was die Mehrheit in der Wissenschaft denkt. Es stimmt auch nicht wirklich, dass die Wissenschaftler, die sich gegen harte Lockdowns ausgesprochen haben, in der Minderheit sind. Wenn man sich das Renommee, die Bedeutung und die Zahl der Wissenschaftler anschaut, die die Great Barrington Declaration unterschrieben haben, sind das weitaus mehr als die, die das Jon Snow-Memorandum unterzeichnet haben. Ich habe keins der beiden unterschrieben. Aber natürlich ist es auch nicht immer ganz einfach, eine klare Grenze zwischen Aktivismus und Wissenschaft zu ziehen, oder? Denn wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Ergebnisse, die Sie in Ihrer unvoreingenommenen Forschung erzielen, dass die stimmen, dann gibt es natürlich irgendwie auch die verständliche Konsequenz, zu sagen, ich leite daraus ab, Schlussfolgerungen und Konsequenzen für gesellschaftliche, politische Reaktionen auf das, was hier passiert. Ich meine, Sie persönlich haben gesagt, dass Ihre Konsequenzen oder Ihre Schlussfolgerungen eigentlich relativ klar sind. Sie sind kein Aktivist, aber es ist vollkommen klar, dass Sie drakonischen Lockdowns gegenüber sehr skeptisch sind. Es ist vollkommen klar, dass Sie feststellen, dass die Gefahr dieses Viruses weltweit eigentlich ziemlich enorm überschätzt wird. Und es ist klar, dass auch eine Ihrer Schlussfolgerungen ist, dass es besser gewesen wäre, Risikogruppen in der Bevölkerung zu schützen, als drakonische Maßnahmen für alle auszurollen, die alle aus der Gesellschaft ausschließen, mehr oder weniger. Das heißt, es gibt also klare Schlussfolgerungen, die Sie ziehen. Und ich denke, dass Sie das auch sagen, ist nicht unbedingt Aktivismus. Schlüsse zu ziehen ist kein Aktivismus. Man muss das richtige Maß an Unsicherheit anbringen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema der Lockdowns. Ich würde nie behaupten, dass meine Modelle die Wahrheit zeigen und die vom Imperial College sind falsch. Es bringt am meisten, sich beide anzuschauen und die Notizen zu vergleichen. Es geht aber nicht um Modelle, um Fallzahlen, um Covid-19 per se. Wir brauchen einen ganzheitlichen Blick auf die Auswirkungen, auf die Gesundheit, die psychische Gesundheit, Bildung, die Gesellschaft, andere vernachlässigte Krankheiten, Pflege, Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit, Menschen, die den Verstand verlieren, wenn wir damit noch lange weitermachen. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir auf das Gesamtbild schauen und nicht nur die akademische Debatte zwischen mir und Kollegen, die andere Modelle verwenden und andere Schlüsse ziehen, dann müssen wir vorsichtig sein.
Wir müssen uns alle Dimensionen unserer Gesundheit anschauen. Was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Was es bedeutet, eine Gesellschaft zu haben. Was es bedeutet, eine Welt zu haben, die nicht wirklich zerbricht. Ich meine, was Sie sagen ist, wir können nicht länger mit dem weitermachen, wenn wir auf ein ganzheitliches Bild schauen. Aber ich meine, wir machen das jetzt schon seit 18 Monaten in mehr oder weniger großer Intensität. Es ist irgendwie immer einfacher zu sagen, lass uns das nicht mehr tun, wir sollten das nicht mehr tun. Es ist ein größeres Problem, oft zu sagen, wir hätten das gar nicht so lange tun sollen. Ich würde nicht zurückblicken. Was getan ist, ist getan. Wir müssen vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen. Das würde bedeuten, dass wir von Beginn an alles wussten. Und das stimmt nicht. Das ist unmöglich. Ich plädiere dafür, dass wir Spannungen in der Gesellschaft vermeiden sollten, die entstehen, wenn man mit dem Finger zeigt und versucht, künstliche Risse zu verursachen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Spaltung zwischen den zwei Lagern auszulösen. Einen Bürgerkrieg oder Krieg oder Konflikt oder Revolution. Oder auch nur, dass Leute beleidigt auf ihren Nachbarn sind. Wir haben schreckliche 1,5 Jahre hinter uns. Die Menschen sind zutiefst erschüttert. Sie versuchen gerade erstmals wieder vorsichtig, ihre Wohnungen zu verlassen. Ich habe einige Kollegen getroffen, die mir sagten, dass ich nach 15 Monaten die erste Person bin, die sie treffen. In dieser anspruchsvollen Situation sollten wir extra Stress vermeiden. Ich bin also sehr dagegen, dass Menschen Schuldzuweisungen machen oder versuchen herauszufinden, wer nun wirklich am meisten schuld ist. Sie sagen, man kann jetzt nicht in die Vergangenheit zurückkehren, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Tatsächlich aber waren Sie einer von denen, die sehr früh gewarnt haben und gesagt haben, wenn wir diese restriktiven Maßnahmen ergreifen, wenn wir drakonische Lockdowns verhängen, dann wird es Opfer geben. Und wir sollten auch auf diese Seite schauen. Wir sollten auch die Daten sammeln, die sich aus diesen Konsequenzen ergeben. Und sie wurden nicht gehört. Wenn wir jetzt über die Gründe nachdenken, warum sie nicht gehört hatten oder warum es eigentlich so war, dass sie zwar für ihre Position wirklich auch Daten vorweisen konnten, kann sein, dass es die große Macht der Bilder war, denn es gab ja wirklich sehr früh Daten und sie hatten die auch im März, April. Aber es gab eben vor allem auch diese Bilder. Wir hatten die Bilder aus Wuhan, aus Bergamo, aus New York. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, klar. Und ein Bild zählt auch mehr als 1000 Wissenschaftler. Es ist sehr schwierig, diesen Bildern etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, es ist falsch, wenn gesagt wird, dass ich oder andere Kollegen die Folgen der Pandemie kleingeredet haben. Ich habe von Beginn an gesagt, dass das eine große Krise ist. Deshalb habe ich mich ja auch genau wie andere Wissenschaftler ins Getümmel gestürzt, um alles in unserer Macht Stehende zu tun, um verlässliche Evidenz zu sammeln und die besten Lösungen zu finden. Es ist ein zerstörerisches Virus. Sie haben vorhin gesagt, es sei weniger gefährlich als gedacht. Da bin ich anderer Meinung. Für manche Menschen kann es verheerend sein. Es geht da um eine Minderheit in der Bevölkerung, aber für ältere Menschen, Menschen in Pflegeheimen, vulnerable Personen kann es verheerend sein. Für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist es das aber nicht. Das sollten wir berücksichtigen. Aber das sollte doch Konsequenzen haben, oder? Das hat Konsequenzen für alle, nicht nur für die Vulnerablen. Dass wir zum Beispiel unsere Schulen so lange geschlossen haben, war meiner Meinung nach ein großer Fehler. 90% der Schüler auf der ganzen Welt mussten ihre Ausbildung unterbrechen. Die Wohlhabenden hatten immer noch bessere Möglichkeiten, noch etwas Bildung zu erhalten als die Benachteiligten. Viele Schüler und Studenten werden nie mehr zu ihrer Ausbildung zurückkehren. Wir haben gute Studien aus den Niederlanden, die wahrscheinlich eine der besten Voraussetzungen und Infrastruktur für Fernunterricht und Distance Learning haben. Von dort wissen wir, dass die Kinder während der Zeit der Schulschließungen nur sehr wenig gelernt haben, eigentlich fast nichts. Und die nicht wohlhabenden Kinder sind im Vergleich mit den Wohlhabenden um 60% in ihrer Entwicklung zurückgefallen. Bei mir daheim in den USA gibt es Kinder, die auf das Schulessen angewiesen sind.
Sie müssen in die Schule gehen, um Essen zu bekommen. Noch stärker war das ja in den afrikanischen Ländern. Es ist bedauerlich, dass die USA zwar ein sehr wohlhabendes Land sind, aber gleichzeitig Teile der Bevölkerung so vernachlässigen und benachteiligen, wie in einem afrikanischen Land südlich der Sahara. Es ist nicht nur so, dass wir diese Ungleichheit, diese Benachteiligung, Rassismus, Armut inmitten unserer Gesellschaft erlauben. Lockdowns haben ihr Leben noch viel schwieriger gemacht. Wir machen es denen, die ohnehin schon nichts haben, schwerer. Für mich haben sie das Leben leichter gemacht. Ich habe ein schönes Zuhause und kann Vorlesungen über Zoom halten. Ich kann unterrichten und alles machen, was ich will. Aber die, die benachteiligt sind, die systemrelevante Arbeit verrichten, die sind da draußen, die infizieren sich. Viele davon sind weitaus vulnerabler als ich. Wenn sie sich infizieren, kommen sie ins Krankenhaus, manche von ihnen sterben. Die enorme Ungleichheit, die unsere Gesellschaft zerrüttet, ist aufgrund der Maßnahmen schlimmer geworden. Sie sagen also, wenn ich versuchen darf, das zusammenzufassen, dass Sie denken, dass die drakonischen Maßnahmen, dass die Lockdowns in einer Weise die falschen Leute getroffen haben, nämlich diejenigen, die ohnehin schon schwach waren. Und dass Sie insgesamt, so könnte man sagen, diese Art von Maßnahmen während über einen so langen Zeitraum hinweg für unangemessen halten, angesichts der Bedrohung, die das Virus für die Gesellschaft tatsächlich darstellt. Die Reaktion war nicht wirklich angemessen und zielte nicht darauf ab, denen zu helfen, denen geholfen werden sollte. Sie half Menschen wie mir, die gar nicht so viel Hilfe nötig gehabt hätten. Ich konnte mich selbst schützen. Es führt dazu, dass viele vulnerable Personen da draußen infiziert und niedergemetzelt wurden. In Ländern mit schwächeren Gesundheitssystemen war es sogar noch schlimmer. Die USA sind ein Land, das zwar eine ausgezeichnete Medizin hat, was die medizinische Wissenschaft betrifft. Allerdings ist ein sehr großer Teil unserer Bevölkerung nicht versichert. An vielen anderen Orten, sogar bei entwickelten Gesundheitssystemen, bewirkten die drakonischen Maßnahmen ein Ungleichgewicht im Gesundheitswesen. Menschen mit häufigen, gut behandelbaren Erkrankungen, wie etwa Herzinfarkten, wurden nicht behandelt. Und sie wurden nicht behandelt. Ich meine, man kann sich natürlich darüber beklagen, dass diese Bilder stärker sind als Daten und dass wissenschaftliche Daten nicht stark genug sind, aber es könnte in diesen Bildern auch eine Wahrheit versteckt sein, wenn wir uns die Bilder aus New York und aus Bergamo und anderswo angeschaut haben, nämlich, dass die Gefahr dieses Virus, dass sein Potenzial Menschen und Regionen wirklich zu verwüsten, sehr spezifisch ist. Es waren immer Hotspots. Es war nicht das eine Land oder das andere Land. Es waren nicht einmal die ganz großen Regionen, die betroffen waren. Es waren wirklich klar eingrenzbare Hotspots. Die Bedingungen, vielleicht sogar Klimazonen, Gesundheitssysteme, Sozialsysteme hatten einen riesigen Einfluss darauf. Und es war auch die Risikostratifizierung für dieses Virus ziemlich schnell klar. Und das bedeutet eben, dass es immer in sehr intensierter Weise Regionen und Situationen gab, in denen es wirklich gefährlich war. Es ist ein Virus der Ungleichheit. Es schlägt nicht immer gleich zu. Es gab Hotspots, manchmal auch an Orten, die in der Vergangenheit verschont geblieben sind. Wenn wir aber von unseren Fehlern und auch von den Erfolgen lernen, dann können wir solche Hotspots vermeiden. Wir kennen die Risikoratifizierung. Wir wissen, wer die vulnerablen Personen sind. Wir wissen, dass 30-80% der Todesfälle bei der ersten Welle auf Pflegeheime entfielen. Bei der zweiten Welle haben wir es etwas besser gemacht und hoffentlich gelernt, sie besser zu schützen, statt das Gegenteil zu tun, nämlich Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, in Pflegeheime zu schicken. Schlussendlich hatten wir mehr Infizierte in Pflegeheimen als in der Allgemeinbevölkerung. Statt sie zu schützen, taten wir genau das Gegenteil. Manche dieser Hotspots sind also vor allem durch unsere Fehler entstanden, unsere Unfähigkeit zu lernen, wie dieses Virus operiert, was es wem zufügt und wie wir diese Massaker in Zukunft vermeiden können. Jetzt, wo wir sogar Impfstoffe haben, sollten wir in einer viel besseren Position sein, diese Massaker zu vermeiden.
Ich meine, eine der Konsequenzen, eine der Sachen, die wir jetzt wirklich wissen, ist, dass es sehr viele Opfer in Pflegeheimen gab. Und eine andere Sache ist, dass wenn man streng reagiert, wenn man hart reagiert, dass das Konsequenzen hat. Ich glaube, es ist inzwischen wirklich Konsens, auch in Wissenschaft und Politik, dass Lockdowns, dass restriktive Maßnahmen Konsequenzen haben und dass das einfach Kollateralschäden für die Wirtschaft, für die Gesundheit bedeutet. Das war eigentlich auch klar und wird immer mehr klar. Vielleicht schauen wir uns einen kurzen Überblick über die Kollateralschäden an. Corona hält seit 1,5 Jahren die Welt in Atem. In vielen Regionen steht das Leben aufgrund harter Maßnahmen nahezu still. Die Kollateralschäden dieser Politik werden nun immer offensichtlicher. Ängste und Depressionen haben extrem zugenommen, von Deutschland bis Korea. Zahlen belegen jetzt, dass in Österreich etwa jeder 5. Jugendliche unter Angstsymptomen leidet. Selbst Kinder äußern so häufig Suizidgedanken wie noch nie. Zugenommen hat auch die Fettleibigkeit in der Gesamtbevölkerung. Ärzte befürchten Langzeitfolgen wie eine starke Zunahme an Herz-Kreislauf-Leiden bis hin zu Krebs. Während die Vermögenden in der Krise noch reicher wurden, hat die gedrosselte Weltwirtschaft vor allem in Schwellenländern für eine zunehmende Massenarbeitslosigkeit und Verelendung gesorgt. Professor Ioannidis, können oder würden Sie sagen, dass die Maßnahmen gegen Corona dazu führen werden, dass bei vielen Menschen, die nicht vom Virus bedroht werden, wir wirklich überwältigende gesundheitliche Probleme feststellen werden? Oder würden Sie sogar sagen, dass die Folgen oder dass die Kollateralschäden sogar gleich groß oder noch größer sind als der Schaden, den das Virus selbst angerichtet hat? Obviously, we need to measure these collateral damages very, very carefully. Wir müssen diese Kollateralschäden sorgfältig erfassen. Das, was wir bisher gesehen haben, deutet darauf hin, dass die Kollateralschäden fast jeden betreffen, verschiedene Menschen in verschiedenem Ausmaß. Meiner Erfahrung und Berechnung nach und nach dem, was ich in der Literatur gelesen habe, sind die Kollateralschäden mehr und schwerwiegender als die Auswirkungen der Pandemie, des Virus selbst. Das ist schwerwiegend. Ich möchte das nicht kleinreden. Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt bewegen sich unter der Armutsgrenze. Eine große Zahl an Menschen ist arbeitslos. Die Hungernden sind mehr geworden. Jedes Jahr sterben 9 Millionen Menschen an Hunger. 5 Millionen sterben wegen eines schlecht funktionierenden Gesundheitssystems, das nun noch schlechter funktioniert, weil wir unsere Bemühungen in diese Richtung verändert haben. Wir haben so viele andere Probleme, wie zum Beispiel die psychische Gesundheit. 50, 60, 70% der Bevölkerung sind mit psychischen Problemen wie Angst, Depressionen und großem Stress konfrontiert. Wie kann man das mit 0,05% der Bevölkerung vergleichen? Der durchschnittlichen Sterblichkeitsrate bis jetzt. Vielleicht ist die Zahl zu niedrig. Man kann das etwas erhöhen. Wie vergleicht man 0,05% mit 50% oder anderen hohen Auswirkungsraten auf der ganzen Welt? 0.05% versus rates of 50% or very high rates of huge impact in the whole world.